Danke, Ulla. Schön. Na hallo, es war schön, nach. Ich komme eigentlich, ich bin eigentlich gebürtiger Dresdner. Ja. Ich weiß, kann man sich ja nicht aussuchen, wo man geboren wird, ne? Also deswegen schreien die meisten Babys bei der Geburt. Und ja, und ich kann auch keine Stadtführung in Berlin machen auf Sächsisch. So, hier ist Brandenburger Tor, kommt ein bisschen Scheiße rüber, ne? Und überhaupt, ich finde das eigentlich, als gebürtiger Dresdner ist schon ein bisschen komisch, ne? Dresden hat ja inzwischen einen schlechten Ruf, ne? Montags. Und es sind ja echt ein paar komische Leute auch dabei. Es sind ja auch Nazis dabei, ne? Die mögen es ja auch nicht, wenn man sie Nazis nennt. Deswegen nenne ich sie Nazai. Das klingt einmal ein bisschen mehr sophisticated, wenn man sagt, so, guck mal, eine Nazai. Oh, hello. Und die kommen ja eigentlich aus, die kommen ja nicht alle aus Dresden, die da montags demonstrieren, ne? Die kommen ja aus dem Umland, die kommen ja aus Tschechien. Und ich finde es schon, deswegen, grenzendicht. Und ja, ich finde es krass, weil Dresden ist eigentlich eine richtig schöne Kulturstadt, ne, wenn die Leipziger da wohnen würden. Und finde ich schon eine coole. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich, also wie gesagt, in Dresden geboren, aber als ich 4 Jahre alt war, sind wir aus Dresden, DDR, in die Sowjetunion gezogen. Das ist wirklich wahr, weil DDR war nicht scheiße genug. Und das haben mir meine Eltern erzählt. Ich glaube, das stimmt nicht ganz. Ich glaube, wir waren auf der Flucht und mein Vater ist einfach falsch abgebogen. Ne? Riesenstreit im Auto. Ich brauche keine Karte, ich brauche keine Karte. Ich so, toll, Moskau. Ne? Versuch hier mal umzudrehen. Nicht. Pff, ne? Und Russland war damals noch ein bisschen anders. Da waren ja noch überall Lenin-Statuen. So. Kennt ihr auch noch, ne? Die ganzen Lenin-Statuen. Die sehen immer so aus, so Taxi. Ne? Wohin? Revolution. Okay, gut. Ne? Und ich bin da, ich war 4 Jahre alt, als wir da hin sind. Und es war auch eine Zeit, damals in Russland, ne, Sowjetunion, da lebten 3 Generationen zusammen. Ne? Die Kinder, die Eltern und die Großeltern. Die Großeltern hatten alle noch so Orden auf der Brust aus dem Zweiten Weltkrieg, so 80 Kilo Alu. Ne? Weil Zweiter Weltkrieg ist ja für die Russen wichtig. Die haben 27 Millionen Leute verloren. Ne? Jede Familie war davon betroffen. Und die feiern ja auch das Ende des Zweiten Weltkrieges am 9. Mai. Ne, der Rest der Welt feiert am 8. Mai. 8. Mai, 45, alle freuen sich, knutschen, Tauben fliegen in die Luft. Ne? Nur die Rote Armee steht da mit so einem Nazi im Schwitzkasten. Noch nicht. Können wir noch einen Tag? Deswegen feiern die am 9. Mai, ne? Geschichte. Und in dem Kontext komme ich da hin, ne? Als kleiner Vierjähriger. Und für die gab es keinen Unterschied zwischen Ossi oder Wessi. Für die war ich einfach nur Deutscher. Ne? Und komme in den Kindergarten. Ich sage, ich war 4, ich war so groß, Mittwoch so, manchmal so. Und komme in den Kindergarten und das erste Wort, was ich im Kindergarten lerne, ist Faschist. Und pff, krieg voll eins auf die Fresse. Und ich so, voll blaue Augen, ne? Ich gehe zur Kindergärtnerin und sage, entschuldigen Sie bitte, ich habe gerade tierisch aufs Maul bekommen. Ich war auch sehr frühreif. Ne? Und die Kindergärtnerin so, wie heißt du denn? Ich so, Stefan Danziger. Und die so, Danziger, ist das nicht ein jüdischer Name? Ich so, was? Ich völlig grün und blau geschlagen, komme nach Hause, gehe zu meinem Vater und sage, Fadi, sag mal, bist du ein jüdischer Faschist? Pff. Das war mein erster Tag in der Sowjetunion. Das hat mich abgehärtet. Hm. Und dagegen gibt es Pillen. Wie bei Olaf. Und ja, und wir hatten Militärunterricht. Ich hatte, seitdem ich 6 war, hatte ich Militärunterricht, habe ich später immer gebraucht. Wir hatten so was wie Handgranatenweitwurf, das war auch sehr praktisch. Wir hatten so Handgranaten, die waren mit Sand gefüllt, die haben ungefähr 9 Kilo gewogen, ich habe 6 Kilo gewogen. Und unser Lehrer war so ein alter Afghanistan-Veteran, der war nur noch halb und stand immer an der Wand. Und wir mussten so einen Graben ausheben und ich stand da mit den ganzen anderen Russen-Jungs in dem Graben mit der Handgranate so, ach du Scheiße, ne? Und der Lehrer so, stellt euch vor, da sind deutsche Panzer. Und ich so, ich bin deutsch. Wir hatten auch Gasmasken schnell aufsetzen. Das ist, ne, sehr praktisch, habe ich später immer gebraucht am 1. Mai. Und die waren so, kennt ihr diese alten Erwachsenen-Gasmasken mit diesen Rüssel? Und ich war sehr klein, wenn ich die aufgesetzt habe, da sah ich aus wie so ein abgetrennter Elefantenkopf auf Stummeln. Aber ich war sicher. Ne? Und es war echt eine krasse Zeit. 88 sind wir hin. Da hatte Russland gerade Gorbatschow 1 Jahr lang Prohibition eingeführt. Wusstet ihr das? Das ist übrigens ein Grund, warum Gorbatschow bis heute nicht ganz so beliebt ist in Russland. Weil er hat Wodka verboten. Ja, deswegen haben sie nach einem Alkoholiker gewählt. Er hat Wodka. Könnt ihr euch vorstellen, was in Deutschland los wäre, wenn man morgen Bier verbieten würde? Genau. Die Frauen können sich das eher vorstellen. Die Männer sind so. Was ist denn los? Da würden graumelierte deutsche Rentner nachts durch den Park laufen mit Hopfen unter der Jacke. Ich habe ja noch schwarzen Bayer. Ne?
das ist total irre. Und das hat Gorbatschow in der Sowjetunion gemacht. Der hat Wodka verboten. Das ist ziemlich das Dümmste, was er macht. Ich kann mich an eine Szene erinnern, das war irgendwie Sommer, 3 Meter Schnee. Meine Mutti und ich sind da lang gelaufen. Und da war so ein altes Einkaufszentrum, ne? Und da waren früher 80 Läden drin, das hat aber überhaupt nicht mehr funktioniert. Ende 80er Jahre ging dort alles komplett den Bach runter. Und da war von so einem Ladenfenster waren so 200 Leute in Winterklamotten, standen da, haben da irgendwas bekommen, ne? Haben das ausgetrunken und haben sich hinten wieder an die Schlange angestellt. Ne? Und wir natürlich als Ossis, Schlange, gehst du gucken. Ne? Gehen hin und dann haben die, das war eine Drogerie, die haben Parfüm verkauft. Die durften pro Person 75 Milliliter Flakon Parfüm, da ist Alkohol drin. Das haben die ausgesüppelt. Einmal Chanel Nummer 5. Ausgesüppelt und halb blind hinten wieder eingestellt. Das haben die den ganzen Tag gemacht. Da sind Buden in die Luft gegangen, weil die Leute versucht haben, in der Kloschüssel Wodka zu destillieren. Das ist einfach, stell dir vor, du kommst da rotzbesoffen nach Hause auf Chanel Nummer 5. Ich war so, Schatz, hast du gesoffen? Oh, du riechst gut. Ah, lass die Kotze im Flur. Ich mag Job. Ja, das ist total irre. Ne? Und so, das war meine Kindheit. Da bin ich groß geworden. Und dann halt wieder zurück, als ich dann zurückgekommen bin ins Vereinigte Deutschland, ne, habe ich als Kind gedacht, ich habe absolute Superkräfte. Ne? Na, guck mal, ich habe die DDR verlassen, DDR war weg. Ich habe die Sowjetunion verlassen, Sowjetunion war weg. Da habe ich kurz in Bielefeld gewohnt. Weg. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Abend noch. Mori, streichel mir mein schütteres Haar. Mutti, 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 Öl den Pöterich mit Penaten. Und ich höre meine alten Mixkassetten und geh zum Kiffen in den Garten. Draußen ist die böse Welt, holla hi und holla ho, ich kriege wieder Taschengeld, holla hi, ho.